Boah, wie gut du zeichnen kannst. Das ist ein Satz, den du schon während der Schulzeit oft gehört hast. Dann passt vielleicht der Job als Grafikdesigner zu dir. Okay, starten wir nochmal von ganz von vorne. Was macht ein Grafikdesigner überhaupt? Hauptsächlich kreative Arbeit. Als Grafikdesigner entwirfst du verschiedene grafische Kommunikationsmittel, zum Beispiel Flyer, Plakate, Anzeigen, Firmenlogos oder auch Internetseiten. Bevor es aber ans richtige Designen geht, stimmst du dich mit deinen Kunden ab. Denn schließlich soll ja dein Produkt auch den Wünschen der Auftraggeber entsprechen. Danach beginnt dann die Umsetzung. Mit Hilfe verschiedener Mittel und Techniken, zum Beispiel Zeichnungstechniken, Bildbearbeitungs- oder Layoutprogrammen, gestaltest du Texte, Bilder und Grafiken. Dabei geht es auch immer um das richtige Farbschema, passende Schriftarten oder um Bildlizenzen. Auch diese Punkte hat ein Grafikdesigner also immer im Hinterkopf. Und was verdient ein Grafikdesigner dabei? Das Einstiegsgehalt von ausgebildeten Grafikdesignern liegt in der Regel zwischen 2.200 und 3.200 Euro monatlich. Gar nicht mal so schlecht, oder? Aber während der Ausbildung erhältst du leider kein Gehalt. Denn bei der Ausbildung zum Grafikdesigner handelt es sich um eine schulische Ausbildung. Und die werden normalerweise nicht vergütet. Okay, jetzt wissen wir mehr über das Gehalt, aber wie läuft eigentlich die Ausbildung zum Grafikdesigner ab? Die dreijährige Ausbildung zum Grafikdesigner spielt sich vor allem in der Berufsschule ab. Hier erlernst du neben allgemeinbildenden Fächern wie zum Beispiel Deutsch und Englisch vor allem berufsbezogene Inhalte. Dazu gehören zum Beispiel Typografie, Grafikdesign, Kunstgeschichte, Werbelehre und Werbetexte oder freies Zeichnen. Im Laufe deiner Ausbildung absolvierst du dann übrigens auch noch ein Praktikum, in dem du deine Kenntnisse auch praktisch anwenden kannst. Denn schließlich willst du beim Berufseinstieg auch bestens auf den Job als Grafikdesigner gewappnet sein. Okay, aber welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Grafikdesigner zu werden? Ein mittlerer Schulabschluss ist meist die Grundvoraussetzung, um Grafikdesigner zu werden. Je nachdem, bei welchem Bildungsanbieter du dich dann ausbilden lässt, kann auch das Einreichen einer Mappe gefordert werden. Besonders wichtig für angehende Grafikdesigner ist aber eine kreative Ader. Auch gestalterische Fähigkeiten solltest du mitbringen, wenn du deine Karriere im Grafikdesign starten möchtest. Und wo arbeiten Grafikdesigner dann nach der Ausbildung? Deine Arbeit spielt sich vor allem am Schreibtisch ab. Meistens halten sich Grafikdesigner also im Büro oder in Besprechungsräumen auf. Typisch in diesem Job sind übrigens flexible Arbeitszeiten. Und was denkst du? Ist der Job als Grafikdesigner vielleicht das Richtige für dich?